Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Family. Eigentlich habe ich einen komplett anderen Talk bereits aufgenommen, Real Talk, aber nach dem gestrigen Hin und Her, was ich da heute Morgen wieder gesehen habe, was da im Talk-Channel los war, ist meine Meinung, wir sollten hier vielleicht schon noch kurz über was anderes sprechen. Ja. Und ja, Freunde, ihr wisst, mein Kanal, da ist mir Seriosität extrem wichtig. Auch Nachhaltigkeit ist mir extremst wichtig. Ja. Ich möchte nicht, dass es einen FOMO-Kanal gibt. Da gibt es schon x-beliebige da draußen, die sind unseriös und die sollen machen, was sie wollen. Ja. Da könnt ihr rein und FOMO generieren, wie ihr wollt. Das ist mir völlig egal. Bei mir im Kanal, Freunde, ist mir wichtig, wir haben hier insbesondere sehr, sehr viele neue Leute oder Leute, die eben sehr viel Geld verloren haben, weil eben sie auf irgendwelchen Mist gehört haben, der eben kein Hand und Fuß hat. Mein Team informiert euch immer wieder oder sensibilisiert euch immer wieder, wenn ihr eine Preisprognose gibt, dann immer ein Fundament dazu, das heißt eine Chartanalyse dazu, eine Erklärung dazu, wenn ich das lese und gerade sehe oder jemand oder Eddie oder Mika das sehen, dann können sie immer noch einschreiten und sagen, Moment, das hast du falsch gemacht, ja, aus diesem und diesem Grund etc. Aber nie und nimmer kommt man einfach rein und sagt, ja, Bitcoin fällt dahin oder geht da hoch oder was auch immer. Das ist nicht mein Kanal, ja, okay. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt kurzfristig dafür entschieden, dass wir weitere Mods generieren werden. Ja, also wir werden Moderatoren jetzt einbauen. Welche werden dann noch bekannt gegeben? Es werden insgesamt 5 Moderatoren sein. 3 davon haben wir schon im Visier und 2 in Anfrage. Und diese werden dann zusätzlich in der Talk-Gruppe dann die Möglichkeit haben, auch Timeouts auszustellen oder halt eben euch wieder auf den Teppich zurückzuholen, zu sensibilisieren, weil ich will nicht, dass sich Leute Finger verbrennen an irgendwelchen inkompetenten Aussagen, die da einfach getroffen werden, weil man jetzt das Gefühl hat, das ist so. Oder ich habe mal von irgendwo, habe ich das mal gehört. Das hat in meiner Community nichts verloren. Okay, das will ich hier noch einmal sagen. Für mich ist Seriosität, Qualität, Nachhaltigkeit, das ist für mich das oberste Gebot. Ich bemühe mich, euch gerecht zu werden, sei es mit Ton etc., mit Bildschärfe und so weiter. Dann erwarte ich aber auch, dass ihr mir gerecht wird, ja, indem ihr eben kein FOMO-Gestreue macht, sondern eben fundamentale Analysen. Das ist doch die wahre Wertschätzung, die man geben kann, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich habe eine Ahnung, was ich gerade mache. Und wenn nicht, dann sollte man einfach still sein und nichts sagen. Okay? Dann bleibt man ein stiller Mitleser, lest das Ganze an, versucht es zu verstehen. Wenn nicht, dann fragt man nach. Aber hört mir auf, irgendeinen Mist reinzuposten, das einfach nichts damit zu tun hat. Wenn man ganz, ganz unsicher ist, dann schreibt man entweder einen der Mods an, schreibt einen Admin an, schreibt mich an, wenn ich gerade sehe oder Zeit habe. Ich habe noch ungefähr 2000 ungelesene Nachrichten. Dann kann man darauf agieren und sagen, okay, sieht gut aus. Ansonsten haben wir eben den Chart-Analyse-Chat dafür da, um eben auch Charts da zu diskutieren. Zumindest habe ich es richtig eingezeichnet, muss ich es verbessern, welchen Indikator, habe ich den falschen Indikatorwert, das sind so Themen, diese gehören in die Chart-Analyse. Auch meine Charts werden da in der Regel oder sollten da auch heiß diskutiert werden, das ist ja auch so. Ja, dafür haben wir diese 3 Modelle, ja, der Signalchat,
ist nur da. Da werde ich meine Charts posten, auch mit den Flex, ohne dass da irgendwas kommentiert wird. Im Chart-Analyse-Chat kann man darüber reden, diskutieren, spekulieren, was auch immer. Und der Talk ist dafür da, um eben auch die Neuen zu unterstützen. Ja, wir haben viele, darunter auch einige Profi-Trader bei mir im Kanal, die haben das Fachwissen dazu, die können auch die Leute unterstützen. Und das wäre eigentlich mein Wunsch. So, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr versteht das, ihr könnt das nachvollziehen. Wenn nicht, dann tut es mir wirklich leid. Dann ist niemand auch gezwungen, in meiner Community zu bleiben. Aber ich wünsche es mir einfach, dass wir den Leuten helfen, proaktiv helfen und nicht gegen meine Philosophie arbeiten. So, das war's von meiner Seite her. Ich sage Tschüss aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.